Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung von Bullshit-Resistenz. Heute sprechen wir über Rationalität. Man könnte auch sagen Vernunft. Rationalität und Vernunft sind zwei Wörter für dasselbe. Und ich habe das aufgeteilt auf zwei Sitzungen. In der ersten heutigen Sitzung geht es um Denkfehler, Kurzschlüsse und Vorurteile. Und ich fange mal mit drei Fragen zum Nachdenken an. Die kommen von einem Psychologen, der heißt Frederick, und sind Teil des sogenannten Cognitive Reflection Tests. Wer die Fragen schon kennt, sollte sich vielleicht kurz zurückhalten, und wer es noch nicht kennt, kann darüber nachdenken, und ich frage dann auch einfach mal in die Runde, was die Antwort sein könnte. Also erste Frage, für die, die es noch nicht kennen: Ein Baseballschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Dollar. Der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Für die, die es schon mal, die schon kennen, nicht melden. Für die, die es noch nicht kennen, so als kleine Aufgabe, was ist die Antwort? Baseballschläger und Ball kosten zusammen 1,10 Dollar. Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Und es wird nicht aufgezeichnet. Wie viel kostet der Ball? Weniger als 3 Dollar. Irgendein Votum, wie viel der Ball kostet? Ja. Also zusammen 1,10 Dollar und der Schläger kostet 1 Dollar mehr als der Ball. Ja? 5 Cent. Andere? 5 Cent ist die richtige Antwort. Die meisten antworten da 10 Cent. Oder vielleicht auch die erste Sache, die einem in den Kopf kommt, weil man denkt, 10 Cent und 1 Dollar sind 1,10 Dollar. Aber wenn der Schläger 1 Dollar mehr kostet als der Ball, ne, wenn die erste Antwort 10 Cent wäre, der wird dabei 10 Cent kostet, müsste der Schläger 1,10 Dollar kosten, zusammen 1,20 Dollar, das kann nicht sein. Ne? Aber es ist trotzdem das Erste, was einem im Kopf schießt, ist 10 Cent. Aber nur 5 Cent ist richtig. Zweite Frage: In einem Teich verdoppeln sich die Seerosen jeden Tag. Am 48. Tag ist der See komplett bedeckt. An welchem Tag ist er halb bedeckt? Am 48. Tag ist er ganz bedeckt. Wann ist er halb bedeckt? Gibt es Voten? Ja? Ja, auch richtig. Auch sehr, sehr selten eher. Normalerweise geben Leute falsche Antworten. Ne? Wenn es immer verdoppelt, weil die letzte Verdopplung hat am Tag davor stattgefunden. Ne? Da war es halb voll und hat sich nochmal verdoppelt, ist es ganz voll. Die meisten sagen am 24. Tag, weil sie die 48 halbieren. Verdoppeln, halbieren. Ja? Ist korrekt. Am 47. Tag. Kleine Zwischenfrage, kommt nicht in dem Test vor, ist mir aber irgendwann mal aufgefallen. Wie groß ist der Teich? Ungefähr. Geschätzt. Also so in so im Garten, so ein Gartenteich oder ein bisschen größerer. Hat da jemand ein Gefühl dafür? Extrem groß, weil alle, also mal angenommen, es würde am Anfang starten mit einer Seerose. Ja. Weiter kann man es ja nicht teilen. Ja. Einheit davon ist eins, dann verdoppeln zwei, also ja. Extrem riesige Fläche, vielleicht wie so ein Kontinent oder ein Land. Ja, ziemlich gut. Ich habe es mal ausgerechnet, ich kann das nicht im Kopf machen, ich habe nicht ausgerechnet. Es sind 248 Rosen, sind 280 Billionen Seerosen. Und da habe ich gedacht, naja, wenn man 100, so wie du, 100 Rosen passen auf einen Quadratmeter, hat man 2,8 Billionen Quadratmeter, 2,8 Millionen Quadratkilometer, ist etwa die Fläche des Mittelmeers. Das Lustige ist, dass der Test, der den Text geschrieben hat, in dem Test sagt, man soll immer alles genau nachrechnen, aber selber von einem Teich spricht. Und damit 8, man hätte ja auch 24 oder 12 Verdopplung nehmen können. Kleine Nebenbemerkung, ist jetzt nicht so relevant, aber auch interessant. Dritte Frage. 5 Maschinen benötigen 5 Tage für 5 Ersatzteile.
Wie viele Tage benötigen 50 Maschinen für 50 Ersatzteile? Für die, die es noch nicht kennen. Fünf brauchen 5 Tage für 5 Ersatzteile, 50 Maschinen brauchen Tage für 50 Ersatzteile. Vorschläge? Ich bin mir nicht sicher, aber 5 Tage auch? Ja, auch 5 Tage. Ist ärgerlich, der Vorführeffekt. Normalerweise beantworten Leute das immer falsch. Ihr habt das immer richtig beantwortet. Ne? Eine Maschine braucht 5 Tage für ein Ersatzteil. 50 Maschinen brauchen auch 5 Tage für 50 Ersatzteile. Auch da sagen die Leute oft 50, weil man so eine Reihe hat, 5, 5, 5. Und dann ist die nächste Reihe, die man so denkt, so 50, 50, 50. Ne? So per Analogie. Das ist das Erste, was einem in den Kopf schießt. Und das Interessante an dem Test ist, dass man erst, also die meisten Menschen haben eine Antwort sofort im Kopf, die automatisch kommt. Man sieht die Frage, hört die Frage und denkt beim Schläger erstmal 1,10 Dollar. Oder am 24. Tag genau eine Hälfte hat sich, verdoppelt sich. Oder 5, 5, 5, 50, 50, 50. Wenn man aber merkt, aha, das sind jetzt so Scherzfragen oder kommt es auf was an, die sind nicht ganz so leicht und man denkt ein bisschen nach, dann zensiert man die erste Antwort, die man im Kopf hat und kommt dann, wenn man nachrechnet, auf die richtige Antwort. Und dieser Test wird verwendet, um etwas zu testen, was relativ unabhängig von der Intelligenz ist, aber nicht ganz unabhängig, aber relativ cognitive reflection, also die Fähigkeit, rational zu denken. Und der Frederick hat das jetzt in verschiedenen Universitäten getestet. Und das ist ja mal so eine Aufschlüsselung. Also wie viel Prozent der Universität, erste Spalte hier, haben keine Antwort richtig, 1, 2 oder 3 Antworten richtig. Und das ist in Amerika, das MIT ist die selektivste Universität, Massachusetts Institute of Technology, wo so ein bisschen da muss man schon sehr, sehr gut in Mathe sein, um da angenommen zu werden für die meisten Studienfächer. Der absolute Spitzenreiter, also etwa die Hälfte hat es geschafft, alle 3 Fragen richtig zu beantworten, der Studenten, die sie da gefragt haben. Princeton, auch eine sehr selektive Universität, aber nicht nur technisch, sehr breiter aufgestellt, liegt schon deutlich darunter. Dann haben sie es auch noch mal in Boston gemacht, ne, bei so einem Fireworks, also bei so einem Feuerwerk in Boston, wo die ganzen Studenten sitzen, aus Harvard und MIT hauptsächlich. Das hat auch ganz gut funktioniert. Dann kann man so runtergehen und je weniger selektiv die Universitäten sind, Michigan State, weniger selektiv als MIT, werden die Antworten schlechter. Also scheint irgendwas mit Fähigkeiten zu tun zu haben, ob man diese Antworten gibt. Und die meisten Leute, wie gesagt, wenn man die fragt, die falsche Antwort kommt einem trotzdem in den Sinn. Also man kann das gar nicht verhindern. Und was die gemacht haben, die es richtig beantwortet haben, ist oft, sich nochmal zu zensieren und nochmal drüber nachzudenken, ob das wirklich stimmen kann. Zum Beispiel auszurechnen beim Baseballschläger. Wenn ich das zusammenzähle, einen Moment kann ja nicht stimmen. Man kann sagen, das hat irgendwas mit Rationalität oder Vernunft zu tun, die richtigen Antworten zu geben, richtig nachzudenken. Und man kann sagen, philosophisch gesehen ist Vernunft eine Fähigkeit, die wir meisten Menschen haben das. Wir können über Dinge grundsätzlich nachdenken und haben so eine allgemeine Fähigkeit, aber wir machen natürlich auch mal Fehler. Aber man kann sagen, um zu sagen, dass jemand manchmal einen Denkfehler macht oder sich irrt oder unvernünftig ist oder sich verrechnet, muss die Person schon ein vernünftiges Wesen sein. Also nur von Wesen, die grundsätzlich vernünftige Wesen sind, können wir sagen, die Person hat in einem Einzelfall unvernünftig gehandelt. Also von einem Kleinkind, das noch gar nicht reden und sprechen kann, sagen wir nicht, dass es unvernünftig gehandelt hat, weil es noch gar nicht Vernunft entwickelt hat. Und von Tieren oder anderen Wesen würden wir das auch nicht sagen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie vernünftig sind wir eigentlich in unserem Denken, Entscheiden und Handeln? Erstmal nochmal eine kleine Unterscheidung vorab. In der Philosophie unterscheidet man meistens zwischen 2 Bereichen der Vernunft oder Rationalität, wenn man darüber spricht. Einmal geht es um etwas, was man praktische Vernunft nennen kann. Praktisch nicht, weil es anwendungsorientiert ist, sondern weil es was mit dem Handeln zu tun hat. Pratein, altgriechisches Handeln, Praxis heißt das Handeln. Die praktische Vernunft ist die Handlungsvernunft. Und da sagt man, naja, wann ist unser Handeln rational, vernünftig, wenn wir etwas aus guten Gründen tun?
tun, wenn wir gute Gründe für unser Handeln haben. Und wenn ihr das vielleicht kennt aus der klassischen Entscheidungstheorie, die in der Ökonomie und der Psychologie verwendet wird, da sagt man, wann ist eine Handlung rational oder aus guten Gründen vollzogen, wenn man durch sein Handeln seinen Nutzen maximiert. Also ein ganz profanes Beispiel, wenn ich zu einem Ziel kommen muss und ich habe zwei Wege und ich möchte möglichst schnell dahin kommen und der eine Weg geht links rum um den Berg, das dauert eine Stunde und der andere Weg geht rechts rum um den Berg, das dauert drei Stunden und ich möchte wirklich schnell ankommen, habe keine anderen Überlegungen, dann ist es rational, den kurzen Weg zu nehmen, weil der mich schneller zum Ziel bringt. Wenn ich die schöne Landschaft sehen will, habe ich vielleicht andere Gründe, den anderen Weg zu nehmen. Aber das wäre etwas, da würde ich meinen Nutzen maximieren, mit möglichst wenig Zeit investieren, um ans Ziel zu kommen. Oder ich kaufe mir irgendwas im Supermarkt, oder es gibt zwei Supermärkte und ich möchte mir ein Schokoladeneis kaufen. In dem einen kostet dasselbe Eis 2 Euro, in dem anderen 1 Euro, gehe ich natürlich dahin, wo es nur 1 Euro kostet, wenn sonst nichts anderes noch eine Rolle spielt. Das heißt rationales Handeln. Und das wollen wir uns heute anschauen. Es gibt aber auch etwas, das nennt man manchmal die theoretische Vernunft, also die Rationalität des Denkens, könnte man sagen. Andere Worte für rationales Denken, das ist manchmal klares Denken, kritisches Denken, analytisches Denken. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür, ist aber eigentlich alles dasselbe. Und da geht es darum, dass wir, wenn wir Gedanken formen und zu Urteilen kommen, wie die Welt beschaffen ist, wie zum Beispiel bei diesen drei Fragen, muss das evidenzbasiert sein und sollte fehler- und widerspruchsfrei sein. Also Grundidee ist, wir sollten keine logischen, mathematischen oder anderen Fehler machen, wenn wir zu einem Urteil kommen. Zum Beispiel zu dem Urteil, wie teuer jetzt der Schläger ist und wie teuer der Ball ist. Und so in der gesamten Geschichte der Philosophie wurde die Vernunft sehr groß betont. Wir erinnern uns an Platon und Sokrates, aber auch der Schüler von Platon, Aristoteles und über Kant bis in die heutige Zeit ist Vernunft die herausragende Eigenschaften des Menschen, die in der Philosophie untersucht wurden. Es gab aber relativ wenig konkrete empirische Untersuchungen, also mit Messungen und Experimenten, wann, in welchen Situationen wir eigentlich vernünftig sind und was uns manchmal davon abhält, die richtigen Urteile zu fällen oder auch beim Handeln die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist relativ gut untersucht, so in den letzten, würde ich sagen, 40, 50 Jahren, vor allen Dingen von Psychologen und Ökonomen, Verhaltensökonomen, ne? Weil die wissen wollten, ja, was bringt uns zum Handeln, warum handeln wir mal so und um zu handeln muss ich irgendwelche Urteile über die Welt gefällt haben, also irgendwelche Einschätzungen der Welt vorgenommen haben. Und die Einschätzungen sind aber nicht immer perfekt, vernünftig oder durchdacht, sondern manchmal macht man halt Denkfehler, weil man zu schnell sich ein Urteil bildet oder aus anderen Gründen. Und das wird inzwischen systematisch untersucht. Und ich will euch sozusagen einen Ansatz vorstellen, der entwickelt wurde von zwei Psychologen. Der eine heißt Keith Stanovich. Der hat ein Buch geschrieben, Decision Making and Rationality in the Modern World. Und es gibt sozusagen noch eine etwas popularisierte Version davon, Daniel Kahneman. Das ist ein Psychologe und Ökonom, der auch einen Nobelpreis bekommen hat in Ökonomie für seine Arbeiten genau zu dieser Erforschung des sozusagen rationalen Denkens und der ganzen Denkfehler und Irrtümer, die einem so dabei unterlaufen können. Und der Stanovich und der Kahneman, die machen eine wichtige Unterscheidung, die sehr hilfreich ist, um zu verstehen, wann wir Menschen zu solchen Denkfehlern neigen. Und diese Theorien nennt man duale Theorien, weil sie sagen, es gibt sozusagen zwei Denkstile, die wir aktivieren können, wenn wir im Alltag so unterwegs sind. Dazu hat jeder Mensch die Fähigkeit, aber wir aktivieren mal den einen oder mal den anderen Denkstil. Und man kann auch sagen, Menschen unterscheiden sich ein bisschen darin, welchen sie bevorzugen. Und der erste Denkstil, den nennt man so ein bisschen umgangssprachlich das schnelle Denken. Kahneman nennt das in seinem Buch System 1. Damit ist nicht gemeint, dass es hier irgendwo im Kopf ein System gibt, das dafür verantwortlich ist, sondern es ist eigentlich so eine Art heuristische Bezeichnung, die einem helfen soll, eine bestimmte Art zu denken, zu klassifizieren. System 1 Denken, schnelles Denken. Man könnte auch umgangssprachlich sagen, wenn man eine Bauchentscheidung trifft, aber Bauch nicht im Sinne von wirklich im Bauch grummelt es,
sondern sowas, was man spontan macht. Und die Merkmale dieses schnellen Denkens ist es typischerweise automatisch, eher intuitiv, also spontan und emotional. Es muss aber nicht immer alle diese drei Merkmale haben. Es kann manchmal einfach nur automatisch sein. Es muss nicht immer emotional sein. Ich rede nächstes Mal noch ausführlich darüber, welche Rolle Emotionen beim Denken spielen und ob die, sagen wir mal, der Vernunft öfter mal in die Quere kommen oder nicht. Das ist sehr komplex. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir uns auf unsere Emotionen verlassen, immer Fehler machen, aber tendenziell ist, sagen wir mal, das schnelle automatische Denken, das wir haben, eher, wie gesagt, intuitiv und emotional. Muss es aber nicht sein. Und Beispiele dafür, für diesen Denkstil, ist zum Beispiel unsere automatische Sprachverarbeitung. Also immer wenn wir sprechen und Sprache hören, läuft das total automatisiert ab. Wir kennen nicht die grammatischen Regeln, nach denen wir Sätze bilden oder verstehen, aber es läuft einfach so ab. Oder Gesichtserkennung. Ich sehe in die Welt, sehe sofort, aha, da sind Gesichter. Gesichter erkennt man auch vollkommen automatisch. Das macht unser Kognitionsapparat, unser Kopf für uns. Tiefenwahrnehmung ist noch so ein Beispiel. Aber auch ein Großteil unserer sozialen Intelligenz. Also wenn ich jemanden sehe, der mich anschaut und der macht plötzlich so, der runzelt die Stirn, merke ich, ah, da stimmt irgendwas nicht. Das erschließe ich mir aber nicht bewusst, indem ich sage, ah, wenn jemand die Stirn runzelt, dann hat er vielleicht was auszusetzen an dem, was ich sage, sondern es passiert ganz automatisch. Vielleicht ist noch ein sehr schönes Beispiel Autofahren auf einer Landstraße oder Fahrradfahren. Ist euch allen vielleicht schon mal passiert, wenn man so Fahrrad fährt und man hat oder Auto fährt, man hat keinen, muss kein Hindernis ausweichen, dann geht das eigentlich ziemlich automatisiert. Man kann sich unterhalten, kann Musik hören und denkt sich, ah, jetzt bin ich jetzt irgendwie schon eine halbe Stunde gefahren, habe es gar nicht so richtig bemerkt. Also irgendwie gibt es so eine Art Autopilot, der funktioniert, man fährt und man braucht dafür relativ wenig, man braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, aber nicht jetzt so absolut hohe Konzentration. Das ist der eine Denkstil. Willst du eine Frage stellen oder soll ich noch den zweiten vor? Sagst du kurz, was ist heuristisch? Also genau, heuristisch habe ich gesagt, also die Unterscheidung wird nicht gemacht, um zu sagen, da ist etwas in unserem Kopf, das System 1 und System 2, sondern es ist eine gute Hilfe, Heuristik im Sinne von Hilfe, um zwei unterscheidbare Stile besser, wie gesagt, voneinander zu unterscheiden oder zu trennen. Ne? Also sozusagen, es hilft uns, das zu kategorisieren und uns zu merken, damit ist nicht gesagt, dass es genau zwei Systeme im Kopf gibt. Ich meinte eher, was bedeutet das Wort heuristisch oder heuristik? Ja, genau, so eine Merkhilfe oder so eine Handlungshand, in dem Fall so eine Hilfe, die uns, man könnte sagen, eine Faustregel, die uns hilft, etwas einzuteilen, in dem Fall. Ja. Jetzt kommt das zweite System. Oder der zweite Denkstil, System 2, man könnte auch sagen die Vernunft. Kahneman sagt, das langsame Denken ist eher kontrolliert, aufmerksam und rational. Und das kann man sehen, wenn man die Beispiele jetzt vergleicht. Nehmen wir mal das Beispiel Preisvergleich. Man will sich einen neuen Computer kaufen oder einen neuen Flachbildschirm und weiß nicht, welchen man nehmen soll. Dann macht man vielleicht so einen Vergleich, ne? Welche Eigenschaften hat der eine und der andere, wie viel kosten die. Man googelt so ein bisschen, ob es die irgendwo billiger gibt. Das sind komplexe Gedankenschritte, die man nicht so ganz automatisiert macht, sondern wo man sich konzentrieren muss. Vielleicht macht man eine Liste, vergleicht die miteinander, rechnet das durch, schaut sich an, welche Merkmale einem wichtig sind und einem nicht wichtig sind. Dafür braucht man Aufmerksamkeit, Fokus, Denkkontrolle und man muss auch ein bisschen zum Beispiel rechnen. Oder wenn man einparkt, das Gegenbeispiel zu dem auf leerer Landstraße fahren, wenn man eine enge Parklücke fährt, einparkt, das kann man nicht, also manche Leute können das, aber die meisten, die nicht super routinierte Fahrer sind, müssen sich da viel mehr konzentrieren. Das macht man nicht, während man sich dann noch so unterhält, parkt man einfach mal so eine enge Parklücke ein, sondern da muss man ganz genau hinschauen und kontrolliert, fokussiert einparken. Ne? Nicht einfach nur so bei halbem Bewusstsein. Man kann Musik hören im Stil 1, ne? So nebenbei hören, aber auch im Stil 2 sehr konzentriert Musik hören, weil man vielleicht Musik studiert oder sich auf einen Konzert oder ein Musikstück besonders konzentriert und da genau hinhören möchte. Oder wenn man ein Buch liest, muss man das irgendwie, die Sprachverarbeitung selber funktioniert automatisch, aber um was es da geht, muss man irgendwie erfassen und darüber muss man nachdenken, sonst versteht man das Buch nicht. Oder diskutieren, reden über Politik oder jedes andere Thema macht man auch nicht nur einfach so nebenbei, sondern muss man sich überlegen, was sagt der andere, was sage ich darauf jetzt. Das ist eine komplexere Tätigkeit. Also viele
menschliche komplexe Tätigkeiten, dafür braucht man Kontrolle, Aufmerksamkeit und eher diesen rationalen Stil. Und jetzt sagt Kahnemann, so typische Denkfehler, also wenn Leute bei diesem Cognitive Reflection Task vom Anfang die falschen Antworten geben, ist es typischerweise so, dass sie den Denkstil 1 hatten, das schnelle Denken. Also dann neigen wir zum Verwenden auch wieder von Heuristiken, Heuristics and Biases werden die genannt, also solchen, da haben wir so automatisierte Daumenregeln, aber halt auch Vorurteile, Kurzschlüsse, Urteilsverzerrungen, die dann ganz automatisch auftauchen. Nicht immer, muss nicht so sein, oft funktioniert das sehr, sehr gut, das System 1, aber wenn wir in diesem Modus sind, schnell automatisch zum Beispiel zu antworten, dann machen wir typischerweise bei diesen Cognitive Reflection Tasks Fehler, weil wir die erste Antwort nehmen, die uns in den Kopf schießt. Das ist aber nun gerade nicht die richtige Antwort. Deshalb ist der Test auch so konzipiert und heißt auch so, ne, weil man da reflektieren muss, also nochmal über sich selber und seine Antwort nachdenken muss. Und das ist jetzt sozusagen ein bisschen Foreshadowing. Wie kann man sich also schützen gegen diese typischen Denkfehler? Entweder, man braucht dafür zwei Sachen, man muss die Aufmerksamkeit einschalten. Wenn man sehr konzentriert ist und fokussiert ist, unterlaufen einem nicht so viele Denkfehler. Also wenn man vor so einer Aufgabe sagt, jetzt wird es schwierig, passt mal auf. Und dann schießt einem zwar auch vielleicht irgendwie so eine Antwort in den Kopf, 10 Cent kostet der Ball, aber weil man ja aufpasst und fokussiert ist, denkt man sich sofort, kann vielleicht nicht die richtige Antwort sein, ich überprüfe das nochmal, das braucht man. Und das zweite Stichwort überprüfen ist Wissen. Man braucht echtes mathematisches Wissen. Wenn man nicht rechnen kann, kann man die Frage nicht beantworten. Aber wenn man rechnen kann und das nachrechnet, dann kommt man auch auf die richtige Antwort. Und das Wissen muss nicht nur mathematisches Wissen sein, sondern es kann auch logisches Wissen sein, ökonomisches Wissen oder andere Spielarten. Nicht bloßes Rechnen, sondern vielleicht sowas wie statistisches Wissen, Abwägen von Größen oder Verhältnissen. All das spielt eine Rolle. Also zwei Achsen, kann man sagen, hat dieses langsame rationale Denken, die Aufmerksamkeit einschalten, ist die eine. Und das zweite ist, bestimmtes Wissen und bestimmte Fähigkeiten sich anzueignen. Und ein Teil dieser Fähigkeiten sind Fähigkeiten oder ist das Wissen darüber, für welche typischen Denkfehler man anfällig ist. Also ich werde gleich noch ein paar dieser Denkfehler vorstellen, aber wenn man die kennt, wenn man sich die einmal damit beschäftigt hat, ist man viel seltener dafür anfällig, als wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Machen wir gleich erstmal hier eine kurze Pause für Fragen zu dieser dualen Theorie. Ja. Ja. Und das heißt sozusagen, der Kontext macht ja auch total viel mit den Menschen. Also wenn ich jetzt keine Ahnung aussage, in einem Hörsaal auf Twitter, weil Twitter geht ja auf Impulsreaktionen. Ja. Und da finde ich es ja auch interessant, dass auch Leute aus der Wissenschaft da teilweise sehr, manche sind natürlich noch sehr alt, aber sehr oft ausfällig werden. Ja, also die Beobachtung, ich wiederhole das nochmal, weil wir kein Saalmikrofon haben, die Beobachtung ist, auf Twitter gibt es kluge Wissenschaftler, die dann aber auch manchmal so Schnellschüsse aus der Hüfte machen und obwohl sie in einem Kontext, dem wissenschaftlichen Kontext, sehr rational und reflektiert sind, sind sie in dem anderen Kontext nicht so rational und reflektiert und der Kontext scheint das zu beeinflussen, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es gibt sozusagen Systeme, also in dem Fall Algorithmen, die sozusagen so programmiert sind, dass das jedem passieren kann. Also genauso wie jeder Mensch auch in extremen Situationen auch einen Mord begehen kann. Ja. Würde ich sagen, es kann jedem passieren. Ja. Ja, noch also Ergänzung, ne? Ich wiederhole das nochmal, genau, also ich stimme allem zu. Ne? Und die Umweltbedingungen, in denen das passiert, können zum Beispiel durch Algorithmen geschaffen werden. Also unter bestimmten Bedingungen ist man vielleicht anfälliger. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also man kann diese Denkstile einmal unterscheiden, kann man sagen, es gibt Menschen, die sind einfach von ihrem Typ so, dass sie eher zum Schnellschuss neigen. Die haben wir auch schon kennengelernt. Also die, zum Beispiel an Verschwörungstheorien glauben, haben eher diesen intuitiven Denkstil. Also die vertrauen mehr ihrer ersten Eingabe und rechnen das nicht nochmal nach, sondern sagen das, was ihnen so in den Sinn kommt. Das ist ein bisschen eine Charaktereigenschaft, ob man ein bisschen mehr diesen ersten Stil bevorzugt oder ob man häufiger mal auch zu dem zweiten umschaltet. Wir werden gleich noch sehen, der zweite Stil ist einfach viel anstrengender.
und wir vermeiden gerne Anstrengung. Kognitive Faulheit wird das genannt, kommt gleich noch was dazu. Das ist das eine, aber für jeden einzelnen Menschen gilt auch, in einer bestimmten Situation bietet sich der eine oder andere Denkstil an. Also wenn ich auf der leeren Landstraße fahre, wäre es auch rein ökonomisch sehr töricht, mich hoch zu konzentrieren, stundenlang, weil ich dann nach 3 Stunden total erschöpft bin. Unser Kopf oder unser Geist arbeitet recht ökonomisch. Wenn ich nicht viel Energie brauche, Konzentration kostet Energie, also wirklich Kalorien, kostet sehr viel Kalorien. Wir arbeiten immer so, wenn wir nicht viele Konzentrationen brauchen, schaltet der Kopf automatisch auf dieses einfachere System. Und es gibt natürlich bestimmte Milieus, Situationen, wo man eher geneigt ist, vielleicht schnell zu reagieren und nicht nochmal nachzudenken. Vor allem, das machen wir in der übernächsten Sitzung, wenn die Themen moralisch, politisch aufgeladen sind. Das ist nochmal ein neues Phänomen, das unabhängig davon ist, weil dann ist man besonders anfällig für Schnellschüsse, selbst wenn man sehr gut ist normalerweise in diesen, wie du es beschrieben hast, ne, in diesem eher wissenschaftlichen, rationalen Denkstil. Ne? Also Menschen unterscheiden sich darin charakterlich, aber die Situationen bieten mal das eine oder die andere, den anderen Denkstil auch an. Andere Fragen noch? Und jetzt machen wir einfach mal ein paar Beispiele so aus der Forschung, die Versuche und Entdeckungen, die berühmt geworden sind. Und das erste Beispiel, das schließt vielleicht auch sogar ganz gut daran an, an das Beispiel, was du gesagt hast, mit dem, ne, die Twitter-Algorithmen geben mir vielleicht manchmal so eine Suggestion, dass ich geneigt bin, diesen kritischen Denkstil auszuschalten. Und da gibt es Untersuchungen, die sind so ähnlich, die gehen in die Richtung kognitive Leichtigkeit. Es gibt die Beobachtung, dass wenn etwas schnell und leicht verarbeitbar ist, dass uns das irgendwie näher kommt und so ein bisschen suggeriert, dann muss es auch stimmen, dann ist es auch so. Ne, also wenn man dieses hört, 5 Maschinen brauchen 5 Tage für 5 Teile, 50 Maschinen, 5, 5, 5, 50, 50, 50, ist irgendwie kognitiv leicht zu verarbeiten. Das passt so, so 2 Reihen, die gut passen. Da sind wir schnell dabei, das auch dann zu antworten. Also immer wenn etwas leicht ist, bevorzugen wir das auch, weil wir uns nicht so gerne anstrengen. Ja? Konzentration, Aufmerksamkeit kostet Energie. Wir wissen das, wenn wir lernen für eine Prüfung oder für irgendwas oder an einem Projekt arbeiten, dann ist man, wenn man sich so 6 Stunden am Tag so hoch konzentriert, total erschöpft am Abend. Wenn man den ganzen Tag nur gechillt hat und Frisbee gespielt hat, ist man nicht so erschöpft. Ja? Konzentration, Fokussierung, aktive Aufmerksamkeit kostet einfach sehr viel Energie. Und wir neigen zur mentalen Faulheit. Ne? Wir wollen nicht so gerne sehr viel Energie verbrauchen. Und deshalb tendiert unser Hirn dazu, alles, was leicht zu verarbeiten ist, auch zu bevorzugen, weil es sich nicht so gerne anstrengt, etwas metaphorisch ausgedrückt. Ja? Schaltet gerne auf System 1, auf das schnelle Denken um. Aber interessanterweise ist man dann auch in diesem Denkstil etwas manipulierbarer. Stichwort Algorithmen. Also man ist eher bereit, Sachen, die man so bei halber Aufmerksamkeit sieht und verarbeitet, auch für wahr zu halten. Vor allen Dingen, wenn sie sehr eingängig sind. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele, was man so rausgefunden hat in der Forschung. Und ein Beispiel ist, wenn man Wörter leicht verarbeiten kann, hält man oder Sätze leicht verarbeiten kann, dann hält man sie eher für wahr, zum Beispiel, wenn sie sich reimen. Das hat man im Englischen getestet. Es gibt so Sprüche, so Sinnsprüche, die sich reimen, kennt man vielleicht auch aus dem Deutschen. What sobriety conceals, alcohol reveals. Also auf Deutsch in vino veritas, ne? Im Alkohol liegt die Wahrheit. Aber weil sich conceals und reveals reimt, glauben Versuchspersonen eher, da steckt was dahinter, das stimmt. Wenn man denselben Satz neutral formuliert, ohne dass er sich reimt, mit der zweiten Versuchsgruppe, glaubt die seltener, dass das wahr ist. Also derselbe Inhalt präsentiert man ihn einmal als Reim, klingt wahrer, überzeugender auf Leute, als ohne Reim. Reim dich oder ich fress dich. Und offenbar suggeriert die Nähe der Wörter, die klangliche Nähe, die klingen gleich, auch sowas wie, das gehört irgendwie semantisch, inhaltlich zusammen. Also ein Effekt. Leicht zu verarbeiten, es klingt irgendwie schön, what sobriety conceals, alcohol reveals, hat Rhythmus und Reim, halten wir eher für wahr. Zweites Beispiel,
Das Gleiche gilt für die Schrift. Wir haben Versuch gemacht, da haben sie Leuten so einen Satz gezeigt. Hitler wurde 1892 geboren und so einen Satz gezeigt. Hitler wurde 1887 geboren und haben die Leute gefragt, stimmt das? Und sie glaubten eher, dass das obere stimmt, als das untere stimmt. Das untere ist nicht ganz so gut, ne? Die Schrift ist ein bisschen dünner, ist ein bisschen blasser. Kann man jetzt variieren, wie blass kann man machen, aber das vielleicht von da hinten nicht, aber das obere ist leichter zu lesen als das untere. Und wenn Sachen leicht zu lesen sind, halten die Leute sie auch etwas wahrscheinlicher für wahr, etwas eher für wahr. Wann wurde Hitler geboren? Das ist April, stimmt, genau. Welches Jahr? 89, sind beide falsch. Das Schicksalsjahr der Philosophie, weil da auch Wittgenstein und Heidegger geboren sind. Kann man sich gut merken, hat man gleich drei Figuren der Weltgeschichte mit einem Datum. Also 1889, er ist weder 92 noch 87 geboren, aber das obere halten Leute eher für wahr, weil sie die Schrift besser lesen können. Und das kann man auch mit Farben und Schriftgrößen variieren. Und es kommt raus, wenn Farben eher so blass sind, also Töne, die im mittleren Farbbereich sind, sowas wie blasses Blau, Gelb, Grün, finden die Leute eher nicht so überzeugend, die Inhalte, die in den Schriften geschrieben sind. Schwarz und Rot halten sie eher für wahr, wenn die Buchstaben glatt sind und schnell erkennbar sind, serifenlos, dann ist es eher, halten sie es eher für wahr, als wenn das verschnörkelte Buchstaben sind, weil die ein bisschen schwieriger zu entziffern sind, nicht so auf den ersten Blick, oder es dauert vielleicht ein bisschen länger und das hat gleich schon eine Auswirkung darauf. Ja, das ist einfach nur so ein Beispiel, das mir dann sofort in den Sinn kam, als ich diese Forschung gelesen habe. Es gibt, das ist die Bild-Zeitung, es gibt in der Boulevardpresse diese Riesenüberschriften, immer mit roten, weißen und schwarzen Farben. Es wird nicht mit anderen Farben gearbeitet. Und es sind sehr, sehr große Überschriften, relativ wenig Text. Aber das ist genau diese Suggestion, könnte ja wahr sein. Also das ist das erste Beispiel. Wenn man in dieses System 1 anspricht, durch kognitive Leichtigkeit, irgendwas ist eingängig, klingt gut, sieht, kann man leicht lesen, muss sich nicht anstrengen, dann halten wir es eher für wahr. Wenn wir uns anstrengen müssen, kann man auch testen, wenn man eine Schrift sehr grau macht und nicht so gut leserlich und die Leute sich anstrengen müssen, die zu lesen, schalten sie automatisch auch ihre Konzentration ein und sind dann nicht mehr so manipulierbar. Das heißt, sie müssen umschalten auf System 2, kann das nicht einfach so weglesen, sondern muss das wirklich Wort für Wort entziffern. Wenn man in dem Modus ist, ist man aber eher in diesem kritischen Modus. Wenn irgendwas leicht und glatt geht, sind wir in diesem, ja, eher etwas manipulierbaren Modus. Also das ist auch das Beispiel Doomscrolling, wenn man bei halber Aufmerksamkeit so sich Informationen einfach nur so anschaut, immer weiter scrollt, dann bleiben die irgendwie so hängen, aber man ist nicht in diesem kritischen, reflektierten Modus, dass man sagen kann, ah ja, das habe ich jetzt genau überprüft, das kann nicht stimmen, da denke ich nochmal drüber nach, sondern es bleibt irgendwie so ein bisschen hängen. Erstmal dazu, kognitive Leichtigkeit, ein Faktor, der uns für Denkfehler anfällig macht. Ja, scheint überzeugend zu sein, habe ich vielleicht kognitiv leicht erklärt. Ist eingängig. Ich habe noch einen anderen, zweiten Denkfehler, der etwas zu tun hat mit der Einschätzung von Daten. Und ich habe als Beispiel hier genommen einen Test, den Rosling, das ist ein Statistiker aus Schweden, entwickelt hat. Und der hat seinen Versuchspersonen so Fragen über die Weltlage gestellt. Und die sollten sie beantworten. Also die erste Frage ist, in Entwicklungsländern, Low-Income Countries, also den ärmsten Ländern der Welt, wie viele Mädchen in diesen ärmsten Ländern der Welt beenden die Grundschule? 20%, 40% oder 60%? Hat jemand eine Meinung? Man kann die Zahlen nicht auswendig wissen,
sein, man hat da zufällig darüber mal was gelesen, sondern soll so ein bisschen schätzen, so wie man diese Weltlage so kennt. Was würdet ihr vermuten? 20%, 40% oder 60%? Irgendeine Zahl. Hat jemand irgendeine Meinung? 20? 40. 40? Wer ist für 20? Wer ist für 40? 60? Ich würde sagen, ja, Enthaltung. Also die Mehrheit sagt, es ist 40%, tatsächlich sind es 60%. Ist aber nicht schlimm. Ich sage gleich noch, wie die Auflösung ist. Wir springen mal zwei weiter. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Weltbevölkerung, die in extremer oder absoluter Armut lebt, also von weniger als 1,90 Dollar pro Tag, hat sich verdoppelt, ungefähr gleich geblieben oder halbiert oder fast halbiert. Wer ist für A, verdoppelt? Ungefähr gleich geblieben? Halbiert? Ah, okay, ich würde sagen, die Mehrheit ist verhalbiert. Stimmt, hat sie halbiert. Würde man vielleicht auch sonst nicht denken. Lebenserwartung heute in der gesamten Welt, 50, 60 oder 70 Jahre? 50 Jahre? 60? 70? Ah, okay, ihr habt es langsam rausgefunden, in welche Richtung es geht. 70 Jahre, stimmt. Man kann das dann weitermachen, ne? Also das sind die richtigen Antworten, C, B, C, C. Und es sind noch andere Fragen, also wie viele Kinder sind gegen mindestens eine Krankheit geimpft? 80% weltweit, ne? Würde man vielleicht auch nicht denken. Und heute 30-jährige Männer haben 10 Jahre Schulausbildung im Durchschnitt weltweit. Wie viel haben Frauen oder junge Mädchen, andersrum, Mädchen oder junge Frauen weltweit, wenn sie unter 30 sind? Und es ist 9 Jahre, also immer noch weniger, aber man würde vielleicht denken, vielleicht nur 6 oder 3 Jahre, ne? Weil es natürlich auch Länder gibt, wo Frauen schlechteren Zugang zur Bildung haben. Den Tieren geht es nicht schlechter, als es denen vor 30 Jahren ging, aber leider auch nicht besser. Und wie viel Prozent haben Zugang zu Elektrizität? Wenn man jetzt das Muster ein bisschen durchschaut hat, ne, es sind 80%, die Zugang zu Elektrizität haben. Weltweit. Ne? Die meisten Menschen sagen 20% oder 50%. Und der Hans Rosling hat das jetzt, diese Fragen, die sind natürlich so ausgewählt, dass man tendenziell auch sich irrt. Ne? Also er ist ein Statistiker, hat sich angeschaut, wie sind die ganzen Daten, die wir haben über die Weltlage und was glauben die Leute so, wie die Weltlage ist. Und das Interessante ist, er hat jetzt einen Versuch gemacht mit 12.000 Teilnehmern aus 14 Ländern und hat den Leuten insgesamt 12 Fragen gestellt. Ein Ausschnitt habt ihr gerade gesehen, ne? Es gibt noch ein paar mehr. Und es kam raus, dass, und das Ergebnis deutet auf etwas hin, was er eine Negativverzerrung nennt. Denn was rauskam, war erstens, eine einzige Person von 12.000 hat alle Fragen richtig beantwortet. Also nur einer wusste alles richtig. Und jetzt kommt's. Im Mittel haben die Probanden nur 2 von 12 Fragen richtig beantwortet. Da es aber 3 Möglichkeiten gibt zu antworten, A, B, C, hätten sie im statistischen Mittel 4 von 12, wenn sie nur immer geraten hätten, richtig antworten müssen. 3 von 12. Ne? 30% hätte man einfach so, wie viele Fälle gibt es, 12 Fälle? Ja genau, 4 hätten sie richtig antworten müssen. 4 von 12 Fällen hätten sie richtig liegen müssen, ne? Bei einem Drittel. Also wenn man jetzt nur würfelt, also jetzt gar keine Ahnung hat, ich sage jetzt immer entweder A, B oder C, ich würfle mit einem Würfel und bei 1 und 2 sage ich A, bei 3 und 4 sage ich B und bei 5 und 6 sage ich C. Dann würde ich in 4 von 12 Fällen richtig liegen. Mit anderen Worten, die Leute liegen deutlich unter dem reinen Wahrscheinlichkeitswert, den man durch Zufall erreichen kann. Also das ist nochmal anders formuliert. Wenn man Bananen nimmt, da A, B, C drauf schreibt und bei jeder Frage das in so einen Affenkäfig wirft und schaut, welche Banane wird zuerst aufgenommen, dann liegen die Affen häufiger richtig als die Menschen, die antworten. Affen mit Bananen sind besser als Menschen. Also es ist eine
Verzerrung zum Negativen hin, zum Schlechten hin. Die Menschen schätzen die Weltlage systematisch schlechter ein, als sie tatsächlich ist. Und noch interessanter, der hat das auch mit einer Gruppe gemacht, wo nur Nobelpreisträger waren. Die treffen sich immer so einmal im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber er hat nur die Nobelpreisträger gefragt. Die haben noch ein bisschen schlechter abgeschnitten als der Durchschnitt, obwohl einige sich sogar mit diesen Themen als Ökonomen zum Beispiel beschäftigt haben. Also die schlauesten Menschen der Welt, sagen wir jetzt mal die Nobelpreisträger, oder mit die schlauesten Menschen der Welt, geben noch schlechtere Antworten als der Durchschnitt, und der ist ohnehin schon schlechte Antworten. Ja, also ziemlich, ziemlich krass. Und jetzt kann man sich fragen, was steckt dahinter? Ja? Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht vielleicht, also wenn man keine Entscheidungsfragen gestellt hätte, sondern nur schätzen Sie den Wert in Prozent. Ja. Ob die Leute dann vielleicht nicht der Meinung gewesen wären, weil die Vermutung ist, also vielleicht gibt es so Priming-Effekte. Man sieht irgendeine Zahl, man liest zum Beispiel erst die 20%, und das wirkt irgendwie im Bewusstsein vielleicht wie so ein Anker, wo man sich dann unbewusst orientiert. Ja, ich bin mir relativ sicher, weil normal, es gibt diese Order-Effekte, ne, bei Experimenten. Wenn man das erste nennt, setzt das den Anker, nennt man auch Anchoring. Und wenn das eine sehr kleine Zahl ist, wirkt dann die dritte vielleicht extrem groß, weil man sich schon auf die 20 eingeschossen hat gedanklich. Typischerweise, ich bin mir nicht 100% sicher, dass das Rosting gemacht hat, aber ich vermute es mal sehr stark, wird das variiert in der Reihenfolge. Das heißt, jeder kriegt, das kann man ja elektronisch heute machen. Früher hatte man noch Fragebögen, musste man die verschieden ausdrucken. Wenn man das elektronisch macht, kann man das einfach die Orders umdrehen. Das macht man normalerweise so, dann kannst du diese Order-Effekte ausschließen. Ne, dann hast du 80, 40, 20, 20, 80, 40 und so weiter. Hast du alle Varianten, spielt man alle Varianten durch. Es könnte immer noch sein, dass die Zusammenstellung irgendwas suggeriert. So, aber typischerweise, wenn man weiß, eine von den dreien ist richtig, müsste man ja, also müsste man eigentlich besser liegen. Weil wenn ich schätze, das müssen so 50% sein und die Antwort ist 20, 60, 80, dann würde ich mich sofort für 60 entscheiden, weil es näher dran liegt an 50. Ne? Also eigentlich würde man erwarten, dass man da einen Vorteil hat, wenn man weiß, eine von den dreien muss richtig sein. Wenn man nur so rät, dann kann man auch viel weiter daneben liegen. Ja, ich habe mich schon an den Zahlen orientiert, die angeboten wurden. Also das ist ja auch eine Auswahl. Also warum klar. Steht da 20, 40, 60 und nicht zum ja. Irgendwie 20, 70, 90. 15, 35, 50. Ja, so. Ja. Klar. Also es kann, das muss man immer wieder sagen, ne, wissenschaftstheoretisch ist wichtig, dass man sich klar macht, man kann allein durch die Frage oder die Anordnung oder die Auswahl auch Effekte erzeugen. Ne? Und die Psychologen geben sich sehr viel Mühe, die auszuschließen, aber man kann sie nicht perfekt ausschließen. Es kann immer noch mal einen neuen Test geben, wo man rausfindet, bestimmte Zahlen haben das suggeriert, wenn wir die Reihenfolge oder die Zahlen krummer machen zum Beispiel, kommen plötzlich andere Werte raus. Aber ich würde es erstmal als Face Value nehmen, also dass er das rausgefunden hat und dass das stimmt. Und es ist erstmal eine interessante Beobachtung, wir verschätzen uns in der Weltlage. Es gibt auch andere Versuche, die in dieselbe Richtung gehen. Tendenziell schätzen Menschen aus den sehr reichen Industrieländern, wo der Bildungsstand auch sehr hoch ist, die Weltlage am schlechtesten ein, wenn man es im weltweiten Vergleich macht. Also je näher man an Schwellenländer oder Entwicklungsländer rankommt, desto eher schätzen die Leute die Weltlage, oder desto weniger falsch schätzen die Leute die Weltlage ein. Alle schätzen die Weltlage falsch ein, aber der Fehler ist am größten in den Industrieländern. Ja? Aber diese Negativation, die kommt doch auch so, muss doch nämlich damit zusammenhängen, woher man denn so Informationen über die Weltlage bekommt. Und in den Nachrichten liest, wird man ja eher über ganz schlimmes Unwetter, eine Überflutung oder eine Ernteausfall oder sowas informiert, als über eine gute Hilfslieferung oder so auf den Hilfsgütern, über die wird man ja eher selten, oder dass jetzt die Schulen besser, dass es mehr Schulen gibt und mehr Schulen gebaut werden. Ja. Man wird eher über die schlechten Sachen informiert. Ja, und das sehr, beeinflusst das doch auch. 100%, sehr gute Anmerkung, ich wiederhole das nochmal kurz, ist leider, nimmst du jetzt ein bisschen vorweg, was ich später sagen wollte. Also der Punkt ist, man kann sich natürlich gleich fragen, warum ist das so, ne? Warum verschätzen wir uns so? Und ein Faktor kann einfach der sein, woher weiß ich überhaupt was über die Weltlage? Aus den Nachrichten. In den Nachrichten kommen große, schlimme Ereignisse häufiger vor als allmähliche positive Zustandsveränderungen. Also wir hören was von Überschwemmungen, Hungersnöten, Bränden, Katastrophen, Kriegen.
Das heißt, wenn wir nur von den Nachrichten urteilen auf die Gesamtheit, da wollte ich auch später darauf hinaus, dann verzerrt sich natürlich mein Urteil. Ne? Das ist genau der Punkt. Bevor ich sozusagen auf die Ursachen eingehe, gebe ich nochmal ein Beispiel aus Deutschland, weil das auch interessant ist. So etwas Ähnliches ist auch in Deutschland gemacht worden, vor gar nicht allzu langer Zeit. Da ging es um ein bisschen was anderes. Da ging es um selektiven Medienkonsum. Also woher hat man eigentlich seine Informationen über sozioökonomische Tatsachen, also gesellschaftliche, soziale und ökonomische Zustände. Und da war eine Frage, und interessanterweise diesmal auch, wie du gefragt hast, als offene Frage, wie viele von 100 Rentnern in Deutschland sind von Armut bedroht? Armut, das ist definiert als wie war das nochmal definiert? Wer weniger als 60% vom mittleren Einkommen hat, ist armutsbedroht. Also, wie viele von 100 Rentnern in Deutschland sind von Armut bedroht? Irgendeine Zahl? Könnt ihr mal reinrufen? 35? Nee, von 100. Also von 100% der Rentner und wie viel davon? Wie ist der Anteil? Von Armut bedroht, ne? Ja. Also von allen Rentnern, wenn ich die jetzt nehme, 100% der Rentner, 100, welcher Anteil von denen ist von Armut bedroht? 35? Andere Zahlen? Also etwa ein Drittel? 5? 25? Vielleicht steigt es ein bisschen. Also 5, 25, 35 haben wir so, ne? Viertel, Drittel, in dem Dreh. Okay, kommt gleich die Lösung, ja? Zweite Frage, wie viele von 100 Ausländern, also Leute, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, im erwerbstätigen Alter sind arbeitslos und suchen Arbeit? 85, okay. Von 100, 85%, also fast jeder. Andere Zahlen? Wie wird denn Ausländer definiert? Also hat keinen deutschen Pass und lebt in Deutschland und sucht Arbeit. Also jetzt nicht, wenn er einfach noch keinen deutschen Pass hat, aber schon... Sucht, hier war arbeitslos und sucht Arbeit, nicht Touristen. Ne? Wie? Nee, wie lange da, das ist egal. Ne? Also es gibt in Deutschland die in Deutschland sind, keinen deutschen Pass haben, weil sie hier Touristen sind oder jemanden besuchen oder einfach hier so leben. Und es gibt die in Deutschland keinen deutschen Pass haben, Arbeit suchen und arbeitslos sind. Also jetzt gerade keine Arbeit haben, aber gerne eine hätten. Wie viel Prozent von 100? Wir haben ganz viele Fragen gestellt. Wie viel? 15? Andere Zahlen? Also jeder siebte wäre 15 etwa. Bisschen mehr, bisschen weniger. Hier ist die Auflösung. In Deutschland schätzen, wenn man alle Deutschen fragt, also repräsentative Studie, wenn man fragt, etwa die Hälfte glaubt, die Deutschen glauben, dass etwa die Hälfte der Rentner armutsgefährdet sind. Tatsächlich sind nur in Anführungsstrichen 17%. Irgendjemand hat da 15 gesagt, ne? Das war relativ nah dran. Und arbeitslose Ausländer schätzen die Deutschen 40% im Mittel, sagen die Deutschen sind. Arbeitslos, es sind 16% im Vergleich zu etwa 6% deutschen Staatsbürgern, die arbeitslos sind und Arbeit suchen. Ja, also ein bisschen mehr, aber nicht 40%. Und jetzt haben die nicht nur diese Fragen gestellt, weil wir verschätzen uns, das wissen wir jetzt schon, sondern sie haben auch mal geschaut, warum verschätzen sich die Leute, was hat das zum Beispiel mit ihrem Medienkonsum zu tun? Und kam raus, es gibt so ein paar Faktoren für die Einschätzung. Leute, die sagen, ich beziehe meine Informationen über die Welt hauptsächlich aus sozialen Medien wie Instagram und TikTok, naheliegend, liegen eher daneben, verschätzen sich häufiger. Und wer sagt, ich schaue die Nachrichten der klassischen Medien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die man so kennt, liegen auch ein bisschen daneben, aber weniger, liegen nicht ganz so stark daneben. Und darüber werden wir in der übernächsten Sitzung sprechen. Das ist auch nochmal Anschluss an diese Frage, warum Leute zum Beispiel auf den sozialen Medien manchmal so ihren kognitiven Denkstil ablegen, wenn es was mit der eigenen politischen Überzeugung zu tun hat. Ne? Der Staat tut nicht genug für die Rentner. Oder Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Oder die wollen nur den Sozialstaat ausnutzen. Wenn man solche Auffassungen hat, liegt man besonders stark daneben. Also wenn man bestimmte moralische Einschätzungen der Welt hat, fällt es einem besonders schwer, die Zahlen richtig einzuschätzen. Das mache ich in der übernächsten Sitzung, dann gehen wir nochmal auf diese Folie zurück, dann kann man sich nicht mehr genau anschauen,
welches Profil steckt dahinter, hinter den Leuten, die sich besonders stark verschätzen. Hier waren nochmal die ganzen Fragen, also Sie haben auch was zu Verkehrstoten gefragt. Ne? Der tatsächliche Wert ist diese goldene Linie und der Wert, den die Leute geantwortet haben, der Mittelwert ist der Antworten ist der schwarze Punkt. Median ist der Zentralwert, das sind zwei Sachen, wie man das ermitteln kann. Und man sieht, ne, bei allem verschätzen die Leute sich sehr stark. Ne? Sie schätzen die Armut größer ein in Deutschland, als sie tatsächlich ist, die Armut der Rentner, auch den Erfolg der erneuerbaren Energien. Immerhin 42% Stand 2021 der Energie beziehen wir aus erneuerbaren Energien. Die Leute glauben, es sind nur 35%, aber gar nicht so weit davon entfernt. Und noch ein paar andere Fragen. Arbeitslosigkeit 23%, dabei ist sie bei 6%, was relativ niedrig ist. Und jetzt kommt natürlich die Frage, das hatten wir gerade schon kurz, wie kommt es zu der Negativitätsverzerrung? Aber wir hatten noch Fragen, ja? Ja, die Frage ist, hat das was mit dem intuitiven Denken zu tun? Ne? Und es können zwei Gründe sein. Wir gehen gleich nochmal die Gründe durch. Aber einerseits kann es sein, dass man nicht lange drüber nachdenkt, wenn man die Frage gestellt bekommt. Ne? Also man schießt einem irgendeine Zahl in den Kopf, man sagt die einfach mal so. Ne? Wenn man diesen anderen Denkstil hat, diesen eher rationalen, reflektierten, kontrollierten Denkstil, dann würde man vielleicht so ein bisschen Plausibilitätsüberlegungen machen. Sich überlegen, Rentner, es gibt natürlich reiche und arme Rentner. Wenn es arme und reiche Menschen gibt, werden die auch irgendwann in Rente gehen. Wenn der Wert so ist, dass so 15-20% armutsgefährdet sind in Deutschland, wird das bei den Rentnern vielleicht ein bisschen höher sein, aber jetzt nicht wesentlich davon abweichen. Also ist es unwahrscheinlich, dass es jetzt die Hälfte aller Rentner sind. Was ist mit den ganzen Leuten, die sehr viel Geld verdient haben? Die haben halt auch eine hohe Rente oder sehr viel Besitz. Ne? Also das wäre der Denkstil, wie man zu so einer Antwort kommt. Aber natürlich auch bei der Generierung von Informationen haben wir ja gesehen, ne? Also Medienkonsum aus den sozialen Medien ist typischerweise keiner, wo man längere Texte liest, darüber nachdenkt, die sich vielleicht merkt oder abspeichert, so wo man im Aufnahmemodus der Information schon in so einem mittleren bis schwächeren Aufmerksamkeitsstil ist. Also das kann beides eine Rolle spielen. Aber selbst wenn man unter idealen Bedingungen Informationen aufnimmt, gibt es dann auch noch, wie werden die gespeichert, wie werden die abgeglichen weitergegeben. Und darüber will ich gleich auch noch reden, habe ich überhaupt eine gute Datenbasis? Darauf wollte ich gleich hinaus, was wir gerade schon gehört haben. Vielleicht habe ich gar nicht die perfekten Daten, sondern ich habe das Zweitbeste, nämlich die Nachrichten. Die Nachrichten haben aber schon einen bestimmten Filter, was sie nehmen von Informationen und was nicht. Und dadurch verzerrt sich allein schon meine Weltsicht. Darauf will ich auch noch hinaus. Ja. Müsste ja alle 10 Jahre quasi die Negativverzerrung immer stärker werden mit dem Einfluss der Medien, beziehungsweise mit der noch krasseren Verletzung. Ja, das ist eine gute Beobachtung. Also gibt es Untersuchungen, ist die Frage, ob sich die Negativverzerrung verstärkt, weil wir einfach immer mehr Informationen bekommen über bestimmte Kanäle und ich diese Informationen früher vielleicht gar nicht hatte. Also hatte ich vielleicht früher einen etwas ausgewogenen Blick. Weiß ich nicht. Könnte sein, dass das jetzt zu oder abnimmt. Das sind Momentaufnahmen, die hier gemacht worden sind. Also ich weiß nicht, ob jetzt Rosslings Studie jedes Jahr fortgeführt wird. Wäre interessant, das mal zu sehen, ob sich das über die Jahre verändert. Könnte aber gut sein, dass es schlimmer wird, könnte auch sein, dass es besser wird, weil wir gebildeter sind und mehr Informationen haben, wie es wirklich ist. Kurz noch dazu. Ja. Also ich glaube auch, zum Beispiel jetzt von sozialen Medien früher Skandale von Politikern, wenn die irgendwie nachts ein Kind waren, das hat keiner mitbekommen. Und heute kann jeder Handyvideos und dadurch werden viel mehr so Sachen auftauchen, Skandale, kann auch durch große Verzerrung wahrscheinlich entstehen, dass Leute denken, die Politiker werden korrupter oder.
Ja, also wenn ich sowas gefragt werde, werden die Politiker korrupter oder gibt es mehr Messerstechereien, könnte ich dazu kommen und sagen, ja, weil jeden Tag sehe ich ja wieder einen korrupten Politiker und eine Messerstecherei im Video. Und früher war einfach keiner da, der die gefilmt hat. Da hat man es dann ab und zu mal in der Zeitung gelesen. Also es könnte schon sein, ne, dass es einfach durch die, dass mir suggeriert wird, dadurch, dass es einfach mehr da ist an Material, dass es auch insgesamt statistisch mehr geworden ist. Das ist ein Effekt, über den wir, glaube ich, gleich reden. Das würde in die Richtung gehen. Aber ich kenne jetzt keine Langzeitstudien dazu. Wäre interessant. Die werden sicherlich gemacht. Würden wir vielleicht in 10 Jahren, werden wir vielleicht mehr wissen. Also die Gründe. Und das eine, ist jetzt schon hier so angeklungen, ist etwas, was Kahnemann die Verfügbarkeitsheuristik nennt. Also die Idee, dass wir immer von dem, was wir kennen, auf die Gesamtheit schließen. Also was uns an Informationen verfügbar ist, das nehme ich und generalisiere das auf die Gesamtheit, weil ich habe einfach keine anderen Informationen. Aber ich gucke mir nicht die entsprechenden Statistiken an. Und in den Medien, hat man am Anfang gehört, werden schlimme Einzelereignisse berichtet, aber keine konstanten Zustandsverbesserungen typischerweise. Deshalb habe ich eher den Eindruck, zum Beispiel die Weltlage hat sich verschlechtert oder sie ist ganz schlimm, weil dafür einfach typischerweise über sowas berichtet wird. Und ein sehr schöner Kontrast kommt von Max Rosa, der die Webseite macht Our World in Data, der sammelt sozusagen die weltweiten Daten zur Entwicklung und breitet die auch grafisch auf. Und er sagt, man hätte genauso, könnte man jeden Tag eine Schlagzeile titeln, gestern sind wieder weit über 100.000 Menschen aus der absoluten Armut entkommen. Das gilt für die letzten 20 Jahre für jeden Tag im Mittel. Ein Tag mal mehr, ein Tag mal weniger. Aber im Mittel hätte man in den letzten 20 Jahren jeden Tag das titeln können. Eigentlich eine tolle Nachricht. Macht man nicht, weil es eine konstante Zustandsveränderung ist. Wenn wir Berichte über Armut hören, natürlich hören wir die, wo es noch schlimme Armut gibt, weil uns das besonders interessiert. Wo gibt es noch Notlagen, Benachteiligungen, Leid auf der Welt? Das interessiert uns mehr, das ist auch wichtiger mehr aus politischer Sicht. Deshalb wird das mehr berichtet und das ist ein Grund für diese Urteilsverzerrung. Die verfügbare Information aus den Medien ist nicht ein perfektes Abbild, wie die Welt tatsächlich ist und wie wir gesehen haben, soziale Medien noch weniger als klassische Medien. Ne? Und das ist vielleicht noch der tiefere Grund, kann man vermuten, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir insgesamt, dass es auch für den Menschen vorteilhaft wahrscheinlich gewesen ist, in der Evolution so eine Negativverzerrung zu haben. Also es war wichtiger für uns und unsere Vorfahren, eher auf negative Stimuli zu achten als auf positive. Mein Beispiel immer, es knackt im Unterholz. Diejenigen unserer Vorfahren, die gedacht haben, könnte ein Tiger sein, ich renne mal lieber weg, haben überlebt und ihre Gene weitergegeben. Die gesagt haben, wird schon nicht sein, ja, ist wahrscheinlich einfach nur so ein Paradiesvogel oder sowas anderes, die wurden halt gefressen und konnten ihre Gene nicht weitergeben. Und es ist insgesamt vorteilhaft, wenn man überempfindlich eingestellt ist für negative Dinge, weil die einen im Leben, das kann sein in der Gruppe, in der Partnerschaft, fürs nackte Überleben, weil die wichtig sind. Und deshalb haben wir auch eine Tendenz in den Nachrichten oder auch im Alltag, uns negative Informationen können wir uns leichter merken, wir springen schneller darauf an, sie bleiben länger im Gedächtnis und sie sind auch irgendwie wichtiger für uns und natürlich auch wichtiger für die Medien. Ja, noch eine Frage? Ja. Also hier in Deutschland zum Beispiel sehr viele Menschen würden sich denken, ist doch alles super auf der Welt, gibt keine Probleme. Ja, also. Und das ist einfach auch darauf hinzuweisen. Ja, also ich formuliere die Frage mal ein bisschen um. Es ist ja offenbar auch die Aufgabe der Medien, über wichtige Ereignisse und Leid zu berichten und uns nicht jeden Tag zu sagen, wie toll alles ist. Das ist vollkommen richtig. Die Aufgabe der Medien ist nicht ein perfekt statistisch validiertes Bild der Gesamtwelt uns zu geben, sondern sie fokussieren sich auf die Dinge, wo was Schlimmes passiert, Katastrophen, Leid, Kriege oder wichtige politische Ereignisse. Und deshalb kommt es zu dieser
Urteilsverzerrung, die machen jetzt nicht unbedingt deshalb etwas falsch, sondern wir machen etwas falsch, wenn wir von den Informationen auf die Gesamtheit schließen. Das war jetzt noch keine Medienkritik. Medienkritik kommt noch, aber das war noch keine. Und es gibt noch es gibt noch viel, viel mehr Gründe. Ja? Aber ein vierter wichtiger Grund scheint auch noch zu sein, vielleicht geht das auch zu deiner Frage, dass der Fokus auf Missstände auch so ein bisschen zum progressiven liberalen Profil gehört. Also mit progressiv meine ich linksliberales Profil, dass die meisten Menschen, die im Journalismus arbeiten oder wir hier in der akademischen Welt haben, also man ist sensibilisiert für Missstände und Benachteiligungen in der Welt, deshalb möchte man sich damit auch beschäftigen, aber deshalb hat man vielleicht auch Sorge, das sagt zumindest Steven Pinker, der das in einem ganzen Buch behandelt, dieses Phänomen, dass man, wenn man sagt, manche Dinge haben sich verbessert, dass das so klingt, als würde man damit sagen, alles ist gut. Das geht vielleicht in deine Richtung. Also wenn die Nachrichten das jetzt senden würden, 100.000 Menschen sind gestern wieder aus absoluter Armut entkommen, könnte man das so interpretieren, auch wenn das nicht so gemeint ist, als würde man damit sagen, wir haben gar keine Probleme mehr in unserer Welt. Und das stimmt natürlich nicht. Man kann beides sagen, die Weltlage verbessert sich und wir haben aber noch genug Probleme. Deshalb haben wir die Nachrichten und diese ganzen Institutionen, NGOs, Vereinte Nationen, die immer wieder darauf hinweisen, wie schlimm die Weltlage noch für sehr viele Menschen ist. Und auch das hat etwas mit Moral und Politik zu tun. Übernächste Sitzung kommt das auch vor. Aber das sind vielleicht vier Gründe, es gibt sicherlich noch mehr, warum wir die Welt insgesamt ein bisschen schlechter einschätzen, als sie tatsächlich ist. Hier habe ich noch ein Beispiel für die Verfügbarkeitsheuristik. Das könnte man so vielleicht sogar ein bisschen als Medienkritik sehen. Das ist das Beispiel, es hat das Katapult-Magazin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Magazin, das so sozialwissenschaftliche Daten, so grafisch sehr gut, auch politische Daten grafisch sehr gut aufarbeitet und sehr anschaulich macht. Und die haben einfach mal einen Test gemacht, das war, ich glaube, so im, steht da dran, ne? Jahr 2019. Sie haben geguckt, einfach eine Stichprobe, Zeitungsberichte, Fernsehberichte und Polizeistatistik für einen bestimmten Zeitraum und haben sich angeschaut, wie oft wird über Deutsche und Nicht-Deutsche, also ausländische Tatverdächtige berichtet und wie häufig sind sie tatsächlich Täter? Und da kann man sehen, laut Polizeistatistik, 70% der Täter sind Deutsche, 30% der Täter, der Tatverdächtigen, Verzeihung, nicht der Täter. Die Polizei kann immer nur die Verdächtigen ermitteln, nur die Gerichte können die sagen, ob das Täter waren. Also 70-30, aber wenn man hier sieht in den Zeitungsberichten, nur 3% sagen eindeutig, dass es ein Täter mit deutschem Pass und 40% der Berichte sagen, der Zeitungsberichte sagen, es ist ein nicht-deutscher Täter. Also überproportional wird es erwähnt, dass es ein nicht-deutscher Täter ist, was ein Grund sein könnte, warum man zum Beispiel zur Überzeugung kommen könnte, dass Nicht-Deutsche häufiger Straftaten begehen. Sie begehen insgesamt, muss man dazu sagen, etwas häufiger Straftaten, das sieht man auch an der Statistik, etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland haben keinen deutschen Pass, begehen aber etwa 30% der schweren Straftaten, aber sie sind trotzdem dazu nochmal überrepräsentiert. Ja, und auch das ist eine Verfügbarkeitsheuristik, wenn man jetzt nur urteilt von, ja, ich habe neulich wieder das gehört und dann wieder das gehört und wieder das gehört, ohne Statistik zu kennen, muss man den Eindruck gewinnen oder könnte man den Eindruck gewinnen, dass das besonders häufig ist, dass Nicht-Deutsche, die in Deutschland leben, Straftäter werden. Und ich mache es nur ganz kurz noch zu Ende. Das ist auch ein wichtiges Thema, machen wir auch übernächste Sitzung im rechten Lager, dass die Fremden, die kommen, kriminell sind. Das ist ein großes Thema, deshalb springen da auch einige politisch drauf an. Und das kann man auch zeigen, wenn ich ohnehin schon die moralische Haltung habe, dass ich sowas sage wie zu dem und dem Thema glaube ich X, dann werde ich auch eher darauf anspringen, auf den einen Bericht, der mir sagt, ah ja, X wird bestätigt. Und der andere Bericht, der sagt, nee, Y ist der Fall, werde ich dann vielleicht nicht so verarbeiten. Ja, auch das übernächste Sitzung, das kann man relativ gut untersuchen. Also sobald etwas mit Moral zu tun hat, sind wir sehr selektiv in unserem Medienkonsum. Nennt man ideologisches Denken, Motivated Cognition ist die übernächste Sitzung. Etwa 10 Millionen. Also etwa 71. Prozent? Ja, das sind dann so 12-13%. Okay, aber wenn es jetzt gleich verteilt wäre, dann müssten es dort in der Polizeistatistik bei den Tatverdächtigen auch 12 oder 13%
Ja, deshalb meine ich, es ist etwas überrepräsentiert. Also es stimmt schon, dass Nichtdeutsche Tatverdächtige überrepräsentiert sind, also dass sie etwas häufiger Tatverdächtige sind, ja. Aber sie werden nochmal überrepräsentiert in der Polizei, in den Zeitungsberichten. Ja. Beziehungsweise die deutschen Täter werden einfach nicht genannt. Ne? Es wird nur genannt, wenn es kein deutscher Täter ist. Es gibt eine große Diskussion im Journalismus, ob man das die nennen sollte, ne? Dass der Täter deutsch oder nicht deutsch ist. Früher war die Regel sehr stark zu sagen, man soll es nicht nennen, weil es eher Fremdenfeindlichkeit befördert. Heute ist es ein bisschen ja, weniger klar, was man macht, weil manchmal die Taten vielleicht was zu tun haben mit der Herkunft oder man das besser einschätzen muss und man auch sagt, das sind Informationen, die wir den Lesern nicht vorenthalten wollen, aber es ist ein groß moralisch umstrittenes Thema. Ich habe noch ein Beispiel, das vielleicht noch eindrücklicher ist. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so eindrücklich, weil die Zahlen gar nicht so groß sind, die Unterschiede. Das kommt auch von Our World in Data, Max Rosa. Das ist der amerikanische Nachrichtenmarkt oder englischsprachige Nachrichtenmarkt, New York Times und Guardian. Und das ist jetzt so aufgeschlüsselt. Hier sind die Gründe, warum Menschen sterben in den USA. Ein Drittel stirbt an Herzkrankheiten, ein Drittel an Krebs. Dann kommen Unfälle 8%, Atemwegsprobleme 7%, Alzheimer 6%. Und ganz hier unten Mord unter 1%, 0,9% und Terrorismus unter 0,01%. So gut wie gar nicht. Was googeln die Leute? Schon ein bisschen anders. Also sie interessiert schon ein bisschen mehr Terrorismus und Homicide. Selbstmord ist 2% sind die 2% der Todesfälle gehen auf Freitod oder Selbstmord zurück. Leute googeln das schon viel, viel häufiger. Und Krebs ungefähr so häufig, wie es auftaucht. Und jetzt schaut man sich an, welche Begriffe und Themen tauchen in den Medien auf. Erste interessante Beobachtung, Guardian und New York Times, die sprechen sich nicht ab, aber haben im selben Jahr fast dieselben Proportionen gehabt zu diesen Themen. Das ist mir schon mal sehr erstaunlich. Also offenbar sind Redaktionen so, dass sie bestimmte Themen haben. Aber ne, Terrorismus, also wenn sie über Todesfälle berichtet haben, dann war das in 35% der Fälle, hatten die was mit Terrorismus zu tun, obwohl das so gut wie nicht vorkommt, dass jemand davon stirbt. Mord, natürlich ein wichtiges Thema für Zeitungen, Selbstmord und da oben Krebs immerhin noch 13-14%. Aber man sieht, die, über was berichtet wird und was ein wichtiges Thema ist für die Zeitung, ist nicht das, was statistisch gesehen die häufigste Todesursache ist. Wenn ich aber jetzt nur davon ausgehe, dass ich mir das anschaue, dann muss ich denken, oh ja, was ist richtig gefährlich? Naja, dass ich ermordet werde oder in einen Terroranschlag komme. Auf die Idee zu kommen, dass es irgendwas mit, ich hab zu wenig gejoggt, ja, und deshalb habe ich eine Herzkrankheit bekommen, kommt man natürlich dann da nicht. Ja. Also ein Beispiel auch für so eine Verzerrung der Themen. Ne? Die Zeitungen machen jetzt nicht unbedingt was falsch, das ist einfach deren Business, die berichten darüber, aber wir dürfen nicht glauben, nur weil das die Themen sind, über die wir hören, dass das auch die Weltlage irgendwie widerspiegelt. Okay, zweite, also das ist die Verfügbarkeitsheuristik, war ein Teil, ne, und mediale Verzerrung. Also ich urteile von einer Datenlage, die nicht so gut ist. Ne? Haben es bei damals ja gehabt, bei was ist Wissen? Wissen ist eine wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Ich brauche irgendwas Gerechtfertigtes. Ne? Ich brauche eine gute Begründung, also irgendwie eine gute Datenlage, von der ich mein Urteil ziehe. Und wenn ich nur von den Medien urteile, ich habe nichts Besseres vielleicht, aber dann liege ich wahrscheinlich eher daneben. Ich müsste mir die Statistiken anschauen, um ein gutes Urteil zu fällen. Zweite, ein typischer Denkfehler oder eine typische Urteilsverzerrung nennt man Bestätigungsirrtum. Folgende Aufgabe, ihr sollt herausfinden, nach welchem Prinzip die Reihe 2, 4, 6, 8 gebildet wird. Also ihr dürft jetzt die nächste Zahl sagen, die kommt in der Reihe und ich darf nur mit Ja und Nein antworten. Was muss man fragen, um herauszufinden, nach welchem Prinzip die Reihe gebildet wurde? Ich dachte nur Ja und Nein. Also die, nur die Zahlen, ihr müsstet Zahlen nennen. Ja. Ja. Weiter? Ja.
Minus 3. Auch ja. Also es könnte eine, ne, es könnte eine Reihe sein, also das erste, was man denkt, ist, die Reihe ist plus 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aber um rauszufinden, ob das wirklich stimmt, muss man auch mal eine andere Zahl nennen. Zum Beispiel bei minus 3, ah, vielleicht ist einfach nur die Regel, nenne irgendeine Zahl, positiv oder negativ. Vielleicht ist die Regel, nenne nur positive Zahlen, dann hätte ich bei minus 3 vielleicht Nein gesagt. Ja? Oder nenne eine Zahl, die größer ist als die davor. Kann man sagen, 800, muss man aber auch mal sagen, 37 danach, um zu gucken, ah, wenn das Nein ist, dann scheint das vielleicht die Regel zu sein. Was aber passiert ist, wir haben, wenn wir 2, 4, 6, 8 sehen, sofort eine Regel im Kopf, plus 2, kennt man noch so aus der Schule vielleicht. Und Menschen tendieren dazu, dann diese Regel zu bestätigen. Sie sagen dann 10, 12, 14, 16, aber damit bestätigen sie, das bestätigt halt auch viele andere Regeln, die allgemeiner formuliert sind. Also man weiß gar nicht, ob die eigene Regel wirklich die richtige ist, wenn man nicht auch Gegenbeispiele sucht. Und das vermeiden wir ganz gerne. Stichwort Falsifikation. Ne? Also wir sind nicht darauf aus, wenn wir schon irgendwie eine These haben, danach zu schauen, was widerlegt denn die These, sondern wir wollen sie eigentlich gerne bestätigt haben. Und das ist wahrscheinlich eine sehr fundamentale Eigenschaft unserer Kognition, unseres Denkens, dass wir immer nach Bestätigung suchen und nicht nach Widerlegung. Deshalb sagt man, dieser Bestätigungsirrtum wird ja genannt Confirmation Bias. Das ist einer der hartnäckigsten Denkfehler überhaupt, den es gibt. Wir suchen ne, nach Bestätigung, nicht nach Widerlegung. Und das Lustige ist, selbst die Leute, die dazu forschen, fallen auch drauf rein. Also selbst wenn man weiß, dass es den gibt, passiert es einem trotzdem in der Forschung, dass man denkt, ah, jetzt habe ich drei Sachen rausgefunden, die bestätigen meine Hypothese. Selbst wenn man weiß, naja, ich tendiere wahrscheinlich auch dazu, nach Bestätigung zu suchen. Ne? Deshalb ist in der Wissenschaft, hat man schon mal gesagt, so wichtig, dass es die Kritik der anderen gibt, Peer Review, dass Leute, die diese These gar nicht haben, sich das mal von außen mit einem neutralen Blick angucken und sagen, ja, könnte auch falsch sein. Ja, also Kritik ist deshalb wichtig, weil wir dazu neigen, immer wieder das zu bestätigen, was wir ohnehin schon glauben. Wir müssten aber die Tendenz haben, Gegenbeispiele zu suchen. Und rausgefunden oder gut nachgewiesen durch einen berühmten Text hat das Wason in einem Kartensortiertest. Der hat seinen Versuchspersonen so Karten gegeben, das sind jetzt 4 Spielkarten, ja. Und hinter auf der Rückseite von Buchstaben stehen Zahlen und auf der Rückseite von Zahlen stehen Buchstaben. Ne? Kann man umdrehen, diese Karten. Und jetzt hat er gesagt, ah, ich habe eine Regel, die heißt, wenn ein Vokal auf der einen Seite steht, dann steht eine gerade Zahl auf der anderen Seite. Das ist eine Regel. Jetzt sollen wir herausfinden, stimmt die Regel? So ähnlich wie die Regel plus 2. Ist das die Regel, nachdem diese Zahlen gebildet sind? Und jetzt stellt er die Frage seinen Versuchspersonen, welche Karte oder Karten muss ich umdrehen, um herauszufinden, ob die Regel richtig oder falsch ist. Also ich will jetzt wissen, stimmt die Regel? Gilt das für diese Auswahl an Karten, die ich da habe? Wenn ich eine Karte umdrehe, sehe ich die Rückseite. Ne? Also hinter einer Zahl ist immer ein Buchstabe, hinter einem Buchstaben ist immer eine Zahl. Was würdet ihr sagen, welche Karte oder welche Karten muss ich umdrehen, herauszufinden, ob die Regel richtig oder falsch ist. Welche muss ich umdrehen? Alle 4 ist falsch. Sind weniger als 4. Da hinten, ja? A und 8. Ja, ich sammle erstmal. Und warum würdest du sagen, A, oder sag mal, warum A und 8? Ja. Also K kann man schon mal streichen, sagst du, ne? Weil die Regel sagt ja etwas über Vokale. K ist kein Vokal, also gilt es dafür schon mal nicht. A und 8, sagst du, sollte man umdrehen. War noch eine andere Meldung? Dasselbe? Nee? Ich hätte eigentlich 5 und K gedacht. 5 und K? Ja. Interessant, warum? Ja, also wenn man A und 8 umdreht, weiß ich noch nicht, ob die Regel falsch ist. Ja. Ne?
Das kann allenfalls meine Regel bestätigen. Obwohl, wenn ich A umdrehe und auf der anderen Seite eine 3 habe, dann habe ich sie widerlegt, die Regel. Also A scheint wichtig zu sein. Und du sagst 5 und K. Warum K? Ja, also die Überlegung ist schon interessant. Noch eine? Ja. Ich würde A und 5 nehmen, um zu sehen, ob es falsch ist. A und 5? Und? Du auch A und 5? Auch A und 5? Ja, tatsächlich ist es A und 5, interessanterweise. 50% der Leute sagen A und 8, 20% sagen A, nur A, 20% machen andere Kombinationen, zum Beispiel K und 8 oder K und 5 und 10% um den Daumen gepeilt, also nicht ganz exakt, sagen A und 5 und tatsächlich ist das die richtige Lösung. Und man denkt sich jetzt, warum ist das die richtige Lösung? Warum ist es so? Willst du es erklären? Ja, ich formuliere es nochmal in meiner Dings, aber so kann man es sagen. Ne? Also wenn ich A umdrehe, kann ich entweder die Regel bestätigen, wenn ein Vokal finde, aber ich kann sie halt auch widerlegen damit. Und wenn ich die 5 umdrehe, kann ich sie auch widerlegen. Wenn ich die 5 umdrehe und da auf der anderen Seite ist ein Vokal, dann ist ja die Regel falsch, dass hinter jedem Vokal eine gerade Zahl ist. Wenn ich die 8 umdrehe, habe ich keinen Erkenntnisgewinn. Das fügt meiner Information nichts hinzu, weil das Einzige, was die 8 macht, ist, entweder sie ist irrelevant, wenn da ein K ist hinter der 8 oder ein X oder ein P, weil darüber habe ich gar nichts ausgesagt über die Vokale oder über die Konsonantenverzeihung, oder wenn da ein Vokal dahinter ist, dann ist die Regel nur bestätigt. Das heißt, egal was hinter der 8 ist, es fügt dem Ganzen nichts hinzu. Egal was kommt, in der einen oder anderen Variante gibt mir keine neuen Informationen. Die beiden Informationen, die ich brauche, ist 1 und 2. 2 kann es falsifizieren und 1 kann es bestätigen oder falsifizieren. Ja? Beziehungsweise Buchstaben, also Vokal oder Konsonant, da gibt es ja nur die beiden Möglichkeiten, das ist binär. Und ganze Zahlen sind entweder gerade oder ungerade, das ist auch binär. Ja. Das heißt, wenn ich die Regel habe, wenn ein Vokal auf der einen Seite steht, dann steht eine gerade Zahl auf der anderen. Aus dieser Regel kann ich eine andere Regel ableiten, und zwar: Wenn eine ungerade Zahl auf einer Seite steht, dann steht ein Konsonant auf der anderen. Und deshalb ist es klar, dass wir die 5 umdrehen. Sag mal die andere Regel. Wenn eine ungerade Zahl auf einer Seite steht, dann steht ein Konsonant auf der anderen. Ja, wenn man das liest als nur wenn dann. Ne? Das ist jetzt hier gelesen als wenn dann. Da steht im Grunde, wenn P dann Q und ich mache jetzt non-Q dann non-P. Genau, aber das ist die 5. Ja, genau, also deshalb die 5, ne? Deshalb muss ich die Ungerade. Genau, also für die mal Logik gemacht haben, außer Jakob, das nennt man das Gesetz der Kontraposition, lateinisch modus tollens, und die Regel ist P so Q und der Gegentest ist nicht Q so nicht P. Und das fällt uns schwer, diese Regel, das dauert auch in Logik ein bisschen länger, bis man die angewandt hat, aber das ist eigentlich die Regel, bei der man schaut, ob man eine Annahme, wie man eine Annahme falsifiziert. Ne? Und die beiden Karten, die man umdreht, sind genau diese beiden möglichen Falsifikationsinstanzen. Ne? Also so könnte man sich es auch logisch herleiten. Ist nicht so leicht. Komischerweise fällt uns Bestätigung relativ leicht, dass wir A umdrehen müssen. Das ist den meisten Leuten klar. Aber was ist der Gegentest? Ne? Der ist nicht so leicht, weil wir Bestätigen der Regel fällt uns eher leicht, als zu gucken, was widerlegt eigentlich die Regel. Das Interessante ist, wenn man diesen Test variiert, das ist auch gemacht worden, und zwar mit normativen Regeln, die funktionieren logisch nach dem gleichen Prinzip, aber mit ein bisschen anderen inhaltlichen Input.
Die Regel geht jetzt so, da kommt ein Polizist in eine Bar in Amerika. In Amerika darf man erst ab 21 Jahren Alkohol trinken. Von zwei Personen weiß er, wie alt sie sind, nämlich 22 und 18, weil er die kennt. Und von zwei Personen sieht er sofort, was die trinken, Cola und Bier. Jetzt machen wir es wieder wie Karten. Also zu wem muss er hingehen? Bei den beiden, wo er das Alter weiß, muss er sich die Drinks angucken. Oder bei den beiden, wo er die Drinks weiß, muss er das Alter checken. Ja, das ist sozusagen die Karte umdrehen. Auf der Rückseite steht entweder das Drink oder das Alter. Welche Karten muss er sozusagen umdrehen, beziehungsweise wo muss er hingehen, um zu schauen, ob alle sich an das Gesetz halten in dieser Kneipe? Was ist da? Ja? Ich würde sagen 22 und Bier vielleicht. Bier auf jeden Fall, weil man muss gucken, ob der Biertrinker oder die Biertrinkerin alt genug ist. Und was das, und welche Altersgruppe muss er checken? Ja? Ja, die 8. Ja, 22 darf er eh trinken, ne? 22 muss ich nicht. Was, wenn er lügt und sagt, dass er 22 ist? Nein, nein, von denen weiß er sicher. Habe ich vielleicht nicht klar genug gesagt. Also er weiß von zweien sicher, sie sind 22 und 18. Das heißt, die oder den 18-Jährigen muss man auf jeden Fall testen, weil er nicht weiß, was in dem Getränk drin ist. Könnte ja Alkohol sein, vielleicht ist es nur Apfelsaft. Und den Biertrinker oder die Biertrinkerin muss er auch testen, weil er da das Alter nicht weiß. Wenn man es genau formuliert, geben die Leute meistens die richtige Antwort. Also interessanterweise, wenn es um Normen und Regeln geht, fällt es uns leichter zu schauen, ist die Regel erfüllt oder nicht erfüllt. Bei abstrakten Zahlen fällt es uns nicht ganz so leicht. Ja? Naja, noch eine Frage? Ja, beziehungsweise, wenn es halt nur so was Abstraktes ist, Lokale und Konsumanten, da brauchen wir Logik für. Ja. Und bei dem anderen Fall, da können wir Weltwissen sozusagen, da können wir Erfahrungswissen. Ja, also das hilft uns bei der Logik. Ist auch eine logische Frage, weil die formalen Kriterien sind dieselben. Aber du hast recht, uns hilft natürlich das Weltwissen, dass wir wissen, ah ja, man muss immer den testen, der nicht alt genug ist. Da fällt es uns ein bisschen leichter, die logische Regel anzuwenden, weil wir dieses Weltwissen haben. Und das wäre halt ein Argument dafür, manchmal haben wir es ja mit Dingen zu tun, wo wir sehr wenig Bereichswissen haben. Und da wäre es gut, deshalb studiert man ja in der Philosophie ja Normale Logik, ja, um dort diese Irrtümer auszuschließen. Ja, das Schöne an der Logik ist, sie ist universell anwendbar. Das heißt, wenn man die Prinzipien einmal verstanden hat, macht man das meistens richtig oder fast immer richtig, aber wenn man das nicht hat, dann helfen einem kontextuelle Faktoren und das kann zum Beispiel sein, wenn man die Regeln einfach kennt. Ich habe noch einen Fehlschluss, den überspringe ich jetzt, weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist. Das ist der Konjunktionsfehlschluss. Den könnt ihr euch zu Hause anschauen. Ja, ist schön grafisch aufbereitet und kann man sich mal selber fragen, was man da geantwortet hätte. Inzwischen haben Psychologen mindestens 100, wahrscheinlich schon mehr als 200 Biases, also Urteilsverzerrungen und Fehlschlüsse entdeckt und die alle benannt. Es gibt unendlich viele inzwischen mit Experimenten und Beispielen aus dem echten Leben. Das ist ein grafisches Projekt, habe ich einfach mal mit reinkopiert. Von, wie heißt dies nochmal hier, Creative Commons. Also es ist so ein freies Projekt, das jeder benutzen darf, jeder anschauen kann. Man muss es nicht so einteilen, aber es ist eine Möglichkeit, die so ein bisschen zu sortieren nach Gruppen. Ja? Einige haben wir schon kennengelernt, es gibt aber noch sehr viele andere. Es gibt inzwischen sehr viele Vorschläge, wie man vielleicht diese ganzen vielen Fehlschlüsse, also entweder man guckt die sich alle an, lernt die alle auswendig, dann macht man sie wahrscheinlich seltener, das ist mühsam, ja, es sind sehr, sehr viele. Oder man geht vielleicht einen Schritt zurück und überlegt sich, stecken sozusagen Grundprinzipien dahinter, auf die man diese ganzen Fehlschlüsse zurückführen kann, zumal viele dieser Fehlschlüsse in ganz verschiedenen Disziplinen entdeckt werden. Manchmal werden dieselben Dinge entdeckt und heißen dann irgendwie anders. Und dann merkt man, hat irgendwas mit Selektion von Informationen oder so zu tun. Und das will ich noch ganz am Ende jetzt sagen, das ist ein Vorschlag, den Imhoff und Oeberst gemacht haben. Da fehlt ein H, der heißt Imhoff.
Und es ist ein aktueller Aufsatz, der vor kurzem erschienen ist. Und Sie haben gesagt, naja, man kann wahrscheinlich, viele andere haben das auch schon versucht, aber es ist auch wieder eine schöne Heuristik, weil es relativ einfach ist. Sie sagen, naja, man kann vielleicht so auf 6 Grundprinzipien fast alle unsere Denkfehler runterbrechen. Also es ist so, als ob wir so 6, als ob unsere Kognition so 6 Prinzipien hat, die sie befolgt. Und die funktionieren auch immer mal wieder gut im Alltag, aber in bestimmten Situationen führen sie halt zu Denkfehlern. Das erste ist, ich kann mich auf meine subjektive Erfahrung verlassen als vernünftige Referenz, um die Welt zu verstehen. Damit kann man relativ gut erklären, warum Leute immer denken, andere Leute müssten doch wissen, was in ihrem Kopf vor sich geht. Wir vergessen das oft, dass Leute nicht wissen, welche Gedanken wir haben und uns dann vielleicht falsch verstehen oder uns Sachen zuschreiben, die wir gar nicht getan haben oder uns unterschätzen. Ja, diese ganzen Phänomene, da gibt es sehr, sehr viele Fehlschlüsse, die man macht, aber vielleicht kann man sie zurückführen auf diesen einen Denkfehler. Ich kenne noch genau meine Gedanken. Natürlich weiß ich, die anderen kennen sie nicht so genau, aber ich habe so unbewusst, nehme ich an, dass die anderen das auch relativ gut wissen. Das zweite ist, ich mache korrekte Einschätzung der Welt. Wenn ich die Welt einschätze, dann liege ich meistens richtig. Sobald ein anderer eine andere Einschätzung gibt, dann muss der ja irgendwie, da läuft irgendwas schief. Womit man unter anderem hier, Sie machen das ganz gut, Sie sagen, na, auf der einen Seite habe ich so Blindspots, dass ich manchmal gar nicht sehe, welches Wissen ich nicht habe, weil ich mich selber überschätze. Aber warum ich glaube, dass die bestimmten Medien, die ich nicht mag, nur Unfug schreiben, könnte auch damit zu tun haben, dass ich denke, na, ich liege doch richtig. Wenn die was anderes schreiben, dann liegen die falsch und haben dann wahrscheinlich auch eine Agenda dahinter. Könnte das ganz gut erklären. Ja, so kann man das durchgehen. Ich bin ein guter Mensch, ist noch so eine Grundeinstellung, die man hat. Meine Gruppe, der ich mich bewusst oder unbewusst zuordne, das kann eine konkrete Gruppe von Freunden, Familie sein, es kann aber auch so eine imaginäre Gruppe sein, die Linken oder die Rechten auf Twitter, sind für mich eine gute Referenz. Was die sagen, stimmt, ich bin auf deren Seite. Das könnte erklären, warum ich immer die eigene Gruppe schätzt man immer besser ein als die Außengruppe. Man glaubt, dass die netter sind und bessere Informationen haben und nicht so schlimme ethische Vergehen begehen wie die andere Gruppe. Das sind gute Menschen, meine Gruppe. Ne? Das ist die, was für diese ganzen Gruppenbiase sprechen möchte. Und welche die Eigenschaften, die ich Leuten zuschreibe, die Charaktereigenschaften, davon hängt es ab, was sie tun und nicht von den Umständen. Bei uns selber glauben wir immer, es sind die Umstände, was schiefgelaufen ist. Bei anderen glauben wir tendenziell, es lag an ihrem Charakter. Bei uns selber kennen wir unseren Charakter. Wir wissen, es kann ja nicht an unserem Charakter gelegen haben, wenn wir was falsch gemacht haben. Bei anderen Menschen machen wir es genau umgekehrt. Und diese Biases oder diese Verzerrungen, die sind relativ breit gefächert. Man kann sich jetzt darüber streiten, das ist nicht das letzte Wort dazu. Aber wenn man sich das so klar macht, kann man sehen, naja, wahrscheinlich waren das sogar 6 sehr vernünftige Annahmen, die sich Grundstrukturen unseres Denkens, die sich wahrscheinlich auch durchgesetzt haben in der Evolution. Und meistens ist es doch ganz gut. Die Gruppe hat wahrscheinlich mehr Wissen, als ich habe. Es ist auch gut für den Gruppenzusammenhalt, wenn man immer glaubt, dass die eigene Gruppe die gute Gruppe ist und die Feinde, mit denen man kämpfen musste früher, dass das die Bösen sind. Man ist auch in Ordnung, davon auszugehen, dass man eine richtige Einschätzung der Welt hat. Aber in einer modernen Welt, in einer modernen Umwelt, wo es viel mehr Informationen gibt, wo es schwieriger geworden ist, Informationen einzuschätzen, führen viele dieser Grundhaltungen, die funktioniert haben, in kleineren Gruppen, im direkten Austausch mit der Umwelt, führen die halt vielleicht zu Fehlschlüssen. Ja? Unter anderem die wir schon kennengelernt haben. Also, kommen wir zum Fazit. Oder Verzeihung, bevor wir das Fazit machen, noch Fragen. Also, erster Punkt war, dass Menschen 2 Denkstile verwenden. Schnelles Denken könnte man auch sagen, der Bauch. Das ist eher automatisch, intuitiv und emotional oder alles 3 zusammen. Das langsame Denken, grob über den Daumen gepeilt, die Vernunft ist kontrolliert, aufmerksam und rational. Dann haben wir gesehen, das Hirn arbeitet ökonomisch. Langsames Denken
Ich würde auch sagen, kritisches Denken, klares Denken ist anstrengend, kostet Kalorien, Energie und deshalb neigen wir zur mentalen Faulheit. Wir wollen es tendenziell eher vermeiden. Und manche Menschen haben auch so den Charakter, dass sie es sehr oft vermeiden wollen, nicht so gern, wollen sich nicht so gern anstrengen. Und aber in diesem, wenn man in diesem intuitiven, schnellen Denkstil ist, dann ist man leider manipulierbar, weil Vertrautheit und so eine kognitive Leichtigkeit in der Verarbeitung und so ein subjektives Wahrheitsgefühl gibt. Es klingt dann wahr oder wirkt irgendwie plausibel. Wir urteilen dann schnell, wir sagen das dann auch, aber wir liegen öfter auch mal daneben und sind dann auch ein bisschen manipulierbarer, wenn wir in so einem, wie gesagt, intuitiven Modus bei mittlerer oder niedriger Aufmerksamkeit sind. Und die typischen mentalen Kurzschlüsse und Urteilsverzerrungen, Heuristics and Biases ist der Oberbegriff, wie gesagt, sind, die wir jetzt kennengelernt haben, diese Verfügbarkeitsheuristik. Ich habe keine gute Datenlage, von der ich schließe. Negativverzerrung, ich achte eher auf das, was negativ ist. Bestätigungsirrtum, wenn ich schon eine Theorie habe, möchte ich, dass die auch bestätigt wird. Ich suche nicht so gerne nach Widerlegung. Konjunktionsfehlschluss haben wir jetzt übersprungen. Aber ist auch noch ein Beispiel und davon gibt es, wie gesagt, insgesamt etwa 200, das sind so die vier großen Klassiker, aber es gibt noch viele andere. Ne? Das sind so typische Kurzschlüsse, zu denen wir neigen. Und die Vermutung ist, das haben viele versucht, dass man diese mehreren hundert Denkfehler, die man bisher schon kennt, zurückführen kann auf wenige, vielleicht sogar nur so sechs Grundprinzipien, die uns in der Evolution mal geholfen haben und in vielen Situationen auch gut funktionieren, so als Merkregeln oder als Grundstruktur oder Grundregeln unseres Denkens, aber die, wie gesagt, in vielen Situationen, vor allen Dingen in einer modernen, digitalen Welt auch mal uns in die Irre führen. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt, ne, man kann sagen, wenn man auf System 2 umschaltet, also auf dieses klare, rationale, fokussierte Denken, dann ist man relativ gut vor Denkfehlern geschützt, aber auch nicht perfekt geschützt. Ne? Die unterlaufen einem immer, aber man ist ein bisschen besser geschützt und die zwei Faktoren sind, wie wir gesehen haben, Aufmerksamkeit, also vor allem die aktive Aufmerksamkeit, die man selber einschaltet und fokussiert oder konzentriert sich auf etwas, dann ist man etwas weniger anfällig. Und das zweite ist dieser kognitive oder rationale Denkstil und dazu braucht man bestimmtes Wissen. Ja, also zum Beispiel mathematisches, statistisches Wissen, logisches Wissen kann auch helfen bei bestimmten Sachen. Aber was ich glaube, auch Wissen über tatsächliche Kurzschlüsse und Urteilsverzerrungen. Wenn man die gut kennt, dann fällt man seltener drauf rein. Ja. Fragen noch dazu? Ja? Na, also noch sowas, was relativ am Anfang war. Ja, gerne. Ja, könnte beides sein. Ne? Also die Frage ist, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen Bildern, wann Hitler geboren wurde, das eine in dicker roter Schrift, das andere in so einer eher blasseren Schrift. Bei der einen Kommilitonin hat das erste sofort die Assoziation ausgelöst, Bildzeitung, Boulevardpresse, kann nicht stimmen. Und man würde schon sagen, dass das sehr wahrscheinlich dieser zweite Denkstil ist, ne? Der kritische Denkstil. Der wird ja auch eingeschaltet. Ne? Also wenn man sich darauf trainiert, dass man sagt, es gibt bestimmte Hinweise darauf, dass da was nicht stimmt, dann springt auch ganz typischerweise System 2 ein, wenn man diese Hinweise bekommt. Also wenn ich auf der Landstraße fahre mit dem Auto, um nochmal eine Analogie zu geben, wenn plötzlich das Reh über die Straße läuft oder da nähert sich ein Auto von vorn, dann schaltet sich sofort auch die Aufmerksamkeit wieder ein. Also so arbeitet unser Kopf auch, dass er dann umschaltet. Es kann schon sein, dass das genau passiert ist. Ne? Wenn ich irgendwas in so einem Großbuchstaben sehe, was so flashy ist, dann will jemand mich offenbar manipulieren und dann gehen die Alarmglocken besonders an. Ne? Und dazu muss ich sagen, vielleicht habe ich das auch nicht die allerbeste Typografie gesucht. Im Originalversuch ist das noch ein bisschen klarer. Ich musste das jetzt so ein bisschen auf den Folien imitieren. Das war vielleicht nicht so eingängig, wie es hätte sein können. Ne? Aber in den Versuchen kam das ziemlich klar raus. Große Buchstaben stimmen eher. Aber es gibt natürlich auch immer Leute, bei denen das dann vielleicht gerade nicht funktioniert. Noch andere Fragen?
Gut, dann sehen wir uns nächste Sitzung zum zweiten Teil. Da geht es vor allen Dingen um diese Frage, können wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen und welche Rolle spielen Emotionen in der Informationsverarbeitung? Bis nächste Woche.